Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin steht aktuell bei 10.600 Dollar, etwas unter Druck, 300 Dollar verloren heute. Das liegt an der Tatsache, dass auch die Aktienmärkte stark unter Druck stehen, unter anderem der Dow Jones mit 600 Punkten im Minus, der DAX mit 480 Punkten im Minus. Es gibt gleichzeitig auch noch einen Datenleak, die große Banken eingreift. Da geht es um Geldwäsche, darüber werden wir gleich sprechen. Da ist ja auch Bitcoin sehr, sehr relevant, auch mit den Kursen. Aktuell die Korrelation ist da. Wir werden auch noch darüber sprechen, was für ein Trade ich heute Morgen eingegangen bin und warum ich den eingegangen bin. Also bleibt dran, wir haben auch noch interessante kleinere News und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kurzer Hinweis für neue Bitwalla-Nutzer: gibt es nach dem ersten Trade einen 20 Euro Willkommensbonus direkt auf euer eigenes Bitwalla-Konto. Hierfür müsst ihr einfach den Link in der Videobeschreibung klicken, in wenigen Minuten verifizieren und mindestens einmal Krypto traden, egal ob Bitcoin oder Ethereum. Mehr Infos zu Bitwalla und zur Aktion gibt es hier auf meiner offiziellen Partnerseite. Steigen wir wie immer in die Marktübersicht ein, um einen kleinen Überblick über den Markt zu bekommen. Bitcoin-Dominanz aktuell bei 58%, Marktkapitalisierung 4% gefallen, 340 Milliarden US-Dollar, der Bitcoin, wie schon gerade gesagt, 10.600 US-Dollar. Die Altcoins verlieren noch mehr am Boden, unter anderem Ethereum hier mit 7% aktuell im Minus, Polkadot 12% im Minus, Chainlink auch 11% im Minus, also dadurch, dass hier der Bitcoin und auch die Stockmarkets, darüber werden wir gleich sprechen, hier an Boden verlieren. Die Altcoins verlieren hier noch mehr am Boden. Hier Tezos mit 10% im Minus, Neo 14% und die Bitcoin-Dominanz steigt natürlich aktuell, weil die Altcoins natürlich mehr an Boden verlieren. Ob wir jetzt hier bei 10.500 Dollar einen Boden bilden können oder nicht, werden wir natürlich auch noch gleich drüber sprechen, wenn wir uns den Chart anschauen. Ja, kommen wir zu dieser ganzen Entwicklung, die heute vom BuzzFeed und verschiedenen anderen journalistischen Institutionen herbeigeführt wurde. Da haben sich verschiedene Journalisten und Verlege zusammengetan, über 88 Länder haben da mitgemacht und jetzt ist ein Datenleak an BuzzFeed entstanden und hier gibt es schwere Vorwürfe über Geldwäscheenthüllungen und die Rolle der Deutschen Bank zum Beispiel. Vertrauliche Dokumente zeigen halt Versäumnisse der Banken beim Kampf gegen illegale Geschäfte. Besonders hier geht es gegen die Deutsche Bank hier im deutschen Raum oder auch die HSBC aus Großbritannien ist sehr, sehr unter Druck, 25 Jahrestief. Das ist hier kein Altcoin oder irgendein DeFi-Shitcoin, der hier durch den Boden gefallen ist, sondern das ist hier HSBC und hier seht ihr nochmal, die Deutsche Bank Aktie ist auch ziemlich stark am Boden. Was ist jetzt der Ausgangspunkt dieser Recherche? Es geht schon länger der Verdacht rum, dass verdächtige Transaktionen nicht sofort bei den Behörden gemeldet wurden. Da es ist nichts Neues auf jeden Fall, aber es kommen immer mehr Details hier raus und Banken müssen verdächtige Transaktionen natürlich bei den Behörden melden. Es wurden 2100 Daten und beziehungsweise Meldungen analysiert, wie lange es denn gebraucht hat, diese Meldungen halt an die Behörden zuzuführen. Und das ist wirklich ein sehr großer Skandal, wie ihr schon gerade an den Aktienkursen gesehen habt, reagieren auch die Kurse. Das hat natürlich jetzt nicht in erster Linie damit zu tun, dass auch der Bitcoin heute verliert. Da geht es eher darum, dass im S&P 500 zum Beispiel die Big Tech Aktien ordentlich an Boden verlieren und wir sehen eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen dem S&P 500 und Bitcoin immer noch. Da können wir uns leider nicht rausnehmen, werden wir gleich noch im Chart genauer anschauen. Aber diese Meldung ist, finde ich, sehr, sehr interessant, weil ja vor allem von diesen Mainstream-Leuten, die vielleicht mit Bitcoin nichts zu tun haben, Bitcoin als negative Eigenschaft genommen wird, dass es für Geldwäsche verwendet wird. Aber hier sehen wir nochmal, dass sehr, sehr große Banken hier es versäumen, gegen Geldwäsche vorzugehen, da ordentliche Systeme aufzubauen, Meldungen auch wirklich rasch rauszubringen. Es gibt zum Beispiel von HSBC, irgendwie in Hongkong gab es da ein Schneeballsystem. Es waren verdächtige Transaktionen, die Konten wurden nicht gesperrt. Die ganzen Banken haben ja auch schon einige Male, also die Deutsche Bank, HSBC, haben Strafzahlungen auch erhalten oder Vergleiche mit den Behörden hier abgeschlossen und das ist auf jeden Fall nichts Neues, aber es kommen halt immer mehr Details raus und das finde ich sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt, vor allem, weil diese großen Banken auch immer wieder gegen Bitcoin geschossen haben. Da sieht man wieder, Bitcoin kann sehr, sehr viele Sachen von großen Banken verbessern, optimieren, aber ich glaube, Geldwäsche gehört nicht dazu. Dann haben wir noch eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht, wie ich finde. Iran unterstützt Bitcoin-Miner mit 3 Kraftwerken. Das haben wir heute hier auf unserer Webseite gepostet. Es geht hier wirklich darum, dass Iran 3 Kraftwerke Krypto- und Bitcoin-Miner
zur Verfügung stellt, die Energie auch an diese Miner dann auch zur Verfügung stellen wird, natürlich nicht umsonst und auch nicht aufgrund der Tatsache, weil sie jetzt hier Bitcoin unterstützen wollen, das möchte ich hier ganz klar sagen, das geht auch hier aus dem Artikel hervor, sondern Iran steht ja wirklich unter Druck wirtschaftlich, vor allem auch im Energiesektor, die Währung ist am Sinken, verliert immer mehr an Wert und hier möchten sie vor allem im Energiesektor ein zweites Standbein, einen Plan B haben, wo auch Energie ja Nachfrage entstehen kann und damit wollen sie hier Bitcoin hier an die Kraftwerke ranführen, auch das Ganze erleichtern für die Bitcoin-Miner, was sehr, sehr positiv ist. Das könnten wir vielleicht auch in Zukunft von anderen Staaten sehen. Das ist ja immer wieder was Interessantes. Das wird natürlich jetzt keine große Auswirkung auf den Bitcoin-Preis oder auf die Hashrate etc. haben, wobei wir aktuell wieder bei einem neuen Allzeithoch bei der Hashrate sind, was auch noch sehr, sehr positiv ist. Aber sowas könnte natürlich ein Indikator dafür sein, dass auch in Zukunft solche Länder, die unter Druck stehen, vielleicht auch im Energiesektor unter Druck stehen, natürlich die Türen öffnen für Bitcoin-Miner und dadurch auch die Bitcoin-Miner unterstützen. Das wäre natürlich sehr, sehr positiv langfristig für Bitcoin, falls sie ja für diese regulatorischen Ansätze auch hinter sich bringen, dass da wirklich die Türen geöffnet werden, dass Bitcoin-Miner ganz einfach dann auch an die Energie drankommen, um am Netzwerk dann auch wirklich teilnehmen zu können. Apropos Mining, auch bei Ethereum gibt es neue Mining-Neuigkeiten. Dort erreichen die Mining-Einnahmen, also die Einnahmen der Miner, ein 5-Jahres-Hoch, also noch höher als es bei der ICO-Bubble 2017 der Fall war. Und das ist natürlich aufgrund der Tatsache, ja, dass wir hier diesen DeFi-Hype haben, mehr oder weniger, und dass dadurch natürlich auch die ganzen Transaktionsgebühren aktuell komplett durch die Decke geschossen sind. Das ist eine sehr interessante Momentaufnahme, wie ich finde. Aktuell das Ethereum-Netzwerk komplett überlastet, die Gebühren viel zu hoch, absolut uninteressant für Leute, die irgendwie mit geringen Beiträgen da ein bisschen rumhantieren möchten. Das ist auf der einen Seite, wie ich finde, sehr, sehr traurig, weil Ethereum eigentlich auch schon lange Zeit jetzt hatte, das Ganze jetzt hier ja wirklich auch massentauglich zu machen. Alle warten noch auf Ethereum 2.0, ob wirklich diese Skalierungsprobleme behoben werden können, müssen wir mal abwarten, aber Stand jetzt ist es wirklich eine Katastrophe, wenn man für eine Transaktion 15, 20, 30 Dollar zahlen muss in der Spitze oder auch mehr und das kann nicht wirklich der Standard sein, den wir hier fahren möchten über Smart Contracts und das ist auf jeden Fall sehr, sehr ja, schlecht, wie ich finde, für das ganze Ökosystem. Apropos Ökosystem, die EU will bis 2024 neue, ja, Regelungen für ein Blockchain-Ökosystem. Da geht es darum, wie man Kryptowährungen, digitale Währungen generell und auch vor allem Stablecoins regulieren kann. Bis 2024 soll das halt der Fall sein, dass man da ordentliche Richtlinien einführen kann. Laut Reuters, die haben das Ganze hier veröffentlicht, 2 Dokumente. Und da geht halt hervor, dass ja vor allem auch wegen der Bargeldgeschichte da natürlich auch irgendwie ein Rahmen geschaffen werden soll. Da kommen natürlich wieder die einigen Verschwörungstheoretiker und sagen, ja, Blockchain-Krypto wurde nur eingeführt, damit wir kein Bargeld mehr haben etc. Das lassen wir mal komplett beiseite. Irgendwo brauchen wir natürlich auch ordentliche Richtlinien, damit man sich auch ja dieser Massenadoption auch nähern kann. Ohne diese Richtlinien würde es sehr, sehr schwierig werden, da sehr viel Unklarheit herrscht, da zum Beispiel dann auch Unternehmen, die in diesen Bereich reingehen wollen, gar nicht wissen, wo sie stehen, was sie beachten müssen. Richtlinien sind sehr, sehr wichtig, wie sie im Endeffekt ausgearbeitet werden, ob irgendein Verbot kommt oder etc., was in den letzten Tagen mal wieder gesprochen wurde. So viel kann ich euch sagen. Dezentrale Technologien lassen sich schwer verbieten. Die Gateways zum Beispiel zu Bitcoin könnten natürlich ja geschlossen werden. Man könnte zum Beispiel dann nicht mit Fiat-Währungen einkaufen in Zukunft, wenn wirklich ein Verbot kommen sollte, was ich sehr, sehr stark bezweifle. Aber an sich das Netzwerk zu unterbinden ist eigentlich unmöglich. Da müsste man jeden einzelnen Rechner vom Netz nehmen, um überhaupt das Bitcoin-Netzwerk oder generell Blockchain-Technologie Dezentralität da rauszunehmen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Wir werden natürlich abwarten müssen, was da für Richtlinien kommen. Aber bis 2024 ist ja auch noch ein Stück hin. Bevor wir in den Chart blicken, ein kurzer Hinweis hier zum Trading-Wettbewerb von SnapX. Ich habe für euch nochmal ein bisschen besseren Deal rausgeholt. Dort geht es ja am 29. September los. Ich habe hier ein Team für euch aufgemacht und ihr könnt hier rein mit dem Link unter dem Video. Das Gute an der ganzen Sache, es gibt verschiedene Preispools. Also wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr auch natürlich als guter Trader einige Preispools in Anspruch nehmen. Und vor allem auch ohne, dass ihr getradet habt, 25 Dollar, wenn ihr hier in mein Team kommt.
bekommt. Das ist der persönliche Deal, den ich euch hier rausgehandelt habe. $25 auf die Plattform bekommt ihr, womit ihr dann auch traden könnt. Also einfach hier registrieren, in den Team, im Team beitreten und dann bekommt ihr die $25. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kommen wir zum Bitcoin-Chart. Wir sind aktuell bei $10.600, ungefähr 10.580, um genau zu sein. Wir haben genau diese wichtige Marke, die ich auch in den letzten Videos immer wieder genannt habe, $10.500 getestet und nicht nach unten durchbrochen. Das ist Stand jetzt ziemlich positiv, wenn wir diese Marke hier halten können. Und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, das habe ich auch im letzten Video euch gezeigt, gehen wir mal kurz zurück, habe ich euch gesagt, wie ich diesen Ausbruch getradet habe. Das passiert eigentlich ziemlich oft, lehrbuchartig sogar hier passiert, als wir hier Ende August hier rausgebrochen sind, das Ganze geretestet haben und dann nochmal nach unten marschiert sind, um nochmal 300, 400, 500, $600 um den Dreh. Und jetzt haben wir das gleiche im Stundenchart wieder gesehen. Wir haben hier eine Trendlinie gehabt, sind hier gestern runtergebrochen und heute Morgen saß ich am Rechner, haben wir wieder hier so einen Retest gesehen. Gleichzeitig haben wir hier im Volume Profile dem S&P 500, das sehen wir hier, wie ich finde, sehr, sehr gut. Dieser Abverkauf im März, das ist ja sowieso klar, aber auch hier in dem 4-Stunden-Chart sehen wir immer wieder die Abverkäufe zwischen S&P 500 und auch Bitcoin, dass es sehr, sehr parallel läuft. Und aus diesem Grund ist es halt immer noch sehr, sehr wichtig, die klassischen Märkte, die Stock Markets im Auge zu behalten. Solche fundamentalen Sachen wie Wertverluste bei den Big Tech Aktien im S&P 500 oder auch diese Meldungen mit den Großbanken spielen immer wieder eine Rolle. Und die muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, damit man auch hier bei Bitcoin gut reagieren kann. Aktuell, wie gesagt, haben wir immer noch hier diese $10.500 Marke gehalten. Falls es weiter runter geht bei den Stock Markets und auch bei Bitcoin, sind natürlich diese Bereiche hier bei ungefähr $9.000. Ich habe hier irgendwie gerade Probleme mit der Anzeige, aber hier ungefähr sind die $10.000 gehalten worden. Wir waren knapp hier drunter. Das sind dann die Bereiche, auf die man achten muss. Alles andere müssen wir dann nochmal schauen, wenn die Entwicklung dann wirklich so weit ist. Aber das ist aktuell der Stand der Dinge. Habt auf jeden Fall die Stock Markets im Blick. Ja, das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Kommentier mit deiner Meinung zu den Themen. Würde mich wirklich interessieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.